Hallo miteinander. Willkommen zurück zu Blast of Eternity mit Dorian Gant. Ja, wir treten ja momentan so ein bisschen auf der Stelle, aber wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten. Ja, es ist noch nicht alles völlig ausgeschöpft. Zum einen wollte ich mal gucken, ob wir Torrin irgendwie so buffen können oder keine Ahnung. Ich meine, wir brauchen entweder 19 Entschlossenheit oder 19 Intelligenz. Also wir brauchen einen Punkt mehr Intelligenz. Dann könnten wir diesen Wurf vielleicht machen. Haben wir denn irgendwas, was Intelligenz noch steigern könnte? Gewandtheit, Zauberwirker, okay, Moment mal. Du. Dex plus, ja, das könnte doch gehen, oder? Wenn wir das kurzzeitig mal so benutzen. So. Ja, das hat wunderbar geklappt. Hierhin. Jetzt aufziehen. So, jetzt haben wir ja doch eigentlich genug Intellekt. Nee, haben wir nicht. Weil ich durch Trink und Nemesis plus 2 bekomme. Ah, warte mal, das heißt, die sind ja nicht kumulativ, ne? Weil doch, Mensch plus 1, das Land der Lebenden und Trink der Wunder. Warte mal, vielleicht muss ich auch nur entpausieren, so kurz, so. Okay, warte mal. Wir gucken nochmal. Also zum Beispiel irgendwas, was plus 3 Intelligenz macht. Erschossen schafft man nicht, das kann man vergessen. Plus 3 Intelligenz. Uff. Mir dann schon etwas so Tolles im Inventar bei jemandem. Das ist die Frage. Ring der Zauberei. Zauber nur plus 2. Plus 2. Nein. Entschlossenheit plus 2. Ja, das hilft uns nicht. Der Intellekt minus 1. Bei dir glaube ich nichts. Bei Sui vielleicht. Wir brauchen einen plus 3. So, das wäre die erste Hoffnung gewesen. Dass wir irgendwie irgendeine Klamotte dabei haben und dass es die plus 3 gibt, dass wir die anziehen können. Es ist ja gut zu wissen, also. Ja, also als wenn wir das nochmal spielen würden, dann. Ja. Es ist halt doof, dass man auch nicht die ganze Party nimmt, wobei ich gar nicht weiß. Du hast jetzt 17, aber normalerweise hättest du. Nee, du hättest auch nur 17. Vielleicht ist doch auch doch die ganze Party genommen. Wir haben niemanden mit 19 Intelligenz. Wir haben keinen Intelligenzbolzen bei uns dabei. So, also andere Frage. Gibt es denn Tränke, die für kurze Zeit irgendwie Intelligenz buffen? Die müssten ja wo drin sein? Eigentlich schon hier, oder? Trank der gnadlosen Starrens. Verteidigung, Feuerstrahl. Also ich würde ja dann eigentlich sagen, geht einfach, ja. Ja, es ist alles nur plus 2. Es ist alles nur plus 2. Okay, das bedeutet aber eigentlich auch im Umkehrschluss wieder, dass ich darauf achten sollte, das nicht irgendwie zu blöd zu stacken. Wenn jetzt plus 2 Intellekt, das heißt, das ist eigentlich unnötig. Also ne, auf Triculia auch. Du kannst nochmal kurz überprüfen. Hier, zack, Charakter. Ja, ne? Mit der Entschlossenheit kriegst. Wer kommt das? Oder erschütterliche Entschlossenheit. Ist das der Name von irgendwas? Eigentlich nicht. Ach doch, das ist das Ding hier. Okay. Die ganze Entschlossenheit. Ja, kann ich denn irgendwas, zum Beispiel dich hier, ich kann dich natürlich nicht verbessern. Gewandtheit. Entschlossenheit und Gewandtheit. Das eigentlich ist das hier. Ja.
So macht Entschlossenheit. Moment, Moment. Ja. Genau, also ist das eigentlich so, diese ganzen Stacking-Boni aber nicht vorhanden. Ja, ich sehe halt auch nichts. Ich kann mich auch nicht irgendwie. Also, ich kann mir nicht bloß Intelligenz oder sowas geben. Sowas gibt es hier ja nicht. Dass ich wüsste. Also zumindest nicht außerhalb des Kampfes auch noch. Ach, es fehlt ein Punkt. Das kann doch echt nicht sein, dass ein Punkt fehlt. Ah, ist die Frage, wann kommt denn der nächste? Wieso bist du überhaupt so intelligent? Mag grundsätzlich. Naja gut, das stimmt ja. Du hast ja auch Zauber, das macht schon Sinn. Eins mehr. Meine Güte. Ja, wir werden das also erstmal stehen lassen. Das. Wir gehen einfach. ja, das wird schon nicht weglaufen. Ich könnte auch in die anderen Distrikte hier schauen, ob wir da noch irgendwas zu tun haben. Das wäre dann die Idee. Das Erste. Bevor wir den Kampf wieder versuchen, vielleicht mit einmal ausruhen. Ja. Ich meine, der Schlüssel ist, entweder wir buffen uns so stark, dass wir durch die Verteidigung von dem Typ durchkommen, schneller, damit er seinen komischen Angriff nicht ständig machen kann. Oder wir können ihn debuffen. Aber dazu müssen wir wiederum auch durch seine Verteidigung erstmal durchkommen. Deswegen würde ich sagen, dass eigentlich buffen der bessere Weg ist und dann noch die andere Sache mitnehmen. Wir könnten einfach der Hauptquest hinterherrennen, das wäre auch eine Idee. Theoretisch wissen wir ja, wie das geht, aber das ist halt so nicht so meine Art, ne? Ich würde hier schon gern noch ein bisschen rumgucken. Also wir waren nicht hier. Waren wir da schon? Nee, oder? In Altlied waren wir doch nicht. Zumindest wüsste ich das nicht mehr. So, da sind wir und wir waren ja wirklich noch nicht. Mittagsfrost, Durchgang Altlied, okay. Stein, Kalaweins Schlund. Scheint ja hier so der Hafen zu sein. Schauen wir mal. Hier irgendwas Nettes entdecken. Was ist das hier? Ist das hier der Stein? Da stehen auch Leute. Ein dunkler Weg wirkt von massiven Eisenstangen versperrt, die bewegen sich keinen Millimeter. Und es scheint auch keinen Mechanismus zu geben, um sie von außen hochzuziehen. Wissen ehrlich gesagt, wenn ich das so überlege, auch mal unser Equip echt überdenken. Mit den ganzen Gestecke von Eigenschaften, wenn das nicht gescheit funktioniert. Zwei Waldelfen, ein Mann und Frau, tragen bunte Roben, die mit dem gleichen Emblem versehen sind. Einem geflügelten Ei. Okay. Von ihrer Kleidung abgesehen könnten sie jedoch unterschiedlicher nicht sein. Sie verschränkt die Arme und blickt ununterbrochen zornig auf die zerstörten Wände um sie herum. Er hingegen murmelt Gebete, sein schattiges Gesicht so ruhig wie ein wolkenloser Himmel. Die Frau fährt ihren Gefährten an. Wie sollen wir der Himmelsmutter von einem Flecken Unkraut aushuldigen, hä? Das ist eine einzige Schande. Beruhige dich. Wir sollten dankbar sein, dass sie uns vor dem geflügelten Schrecken beschützt hat. Außerdem, er wendet sich zu dir. Selbst hier haben wir Besucher. Was ist das für ein geflügelter Schrecken, von dem du sprichst? Ein Drache. Einer, der sich im Nest niedergelassen hat, dem wahren Tempel Hylias, und der viele ihrer Anhänger getötet hat. Er blickt unbehaglich zu Onwen. Und einer, den Onwen von Anfang an töten wollte. Sie wirft die Hände gen Himmel und schüttelt den Kopf. Aber nein, du wolltest unbedingt Vorsicht walten lassen. Doch nun heißt es, dass der Drache einige unserer Gläubigen gefressen hat. Und jeder, der bereit ist, ihn zu töten, verlangt eine üppige Belohnung dafür. Er seufzt. Ich sage dir doch, meine größere Gruppe hätte keinerlei Aussicht auf Erfolg. Wenn die erste Hälfte den Gipfel erreicht hat, hängt die zweite noch immer im Pass fest. Sie würden bei lebendigem Leib verbrannt werden. Er verschränkt die Hände. Anders als Onwen bin ich der Meinung, wir sollten jemanden losschicken, den Drachen zu töten. Ich rate aber zu einer kleineren Gruppe. Einer, die bereit ist, Helea um ihren Segen zu bitten. Er blickt dich neugierig an. Ich bezweifle das ja so ein bisschen, dass wir den Drachen erlegen können. Ich möchte nicht, ich könnte vielleicht versuchen. Ja, versuchen könnte ich es ja, erlegen, den Drachen. Onwen betrachtet dich sorgfältig. Das könntest du. Kasvat stupst sie an.
was sie sagen will. Es ist kein kleiner Jungdrache, sondern ein voll ausgewachsener Drache, der sich willentlich in einem bewohnten Gebiet niedergelassen hat. Du wirst jeden Vorteil brauchen, den du erlangen kannst, darunter auch den Segen der Himmelsmutter selbst. Ich schlage vor, dass du Tyr Evron aufsuchst und sie von dort aus um Hilfe bittest, wenn du das nicht bereits getan hast. Sie deutet auf einen Pfad zu ihrer Rechten, der nach Norden und einen Berg hinaufführt. Du musst diesem Pfad folgen. Du wirst die Nordlandschaft durchqueren, doch der Weg den Berg hinauf führt von dort aus weiter. Er liegt neben einem der großen Kreise, welche die Erbauer errichtet haben. Ich will dich was anderes fragen. Nur zu. Auch die Sprache ist unserer Göttin heilig. Möchtest du noch über etwas anderes sprechen? Ist das hier der Hylia-Tempel? Offensichtlich. Sie rollt ihren himmelblauen Augen und stoßt ihren Gefährten mit dem Ellbogen an. Hörst du diesen Unsinn? Er macht eine beschwichtigende Geste. Entspann dich, Onwan. Es war gewiss nicht böse gemeint. Er wendet sich dir zu. Verzeih meiner Gefährtin. Sie ist in letzter Zeit leicht reizbar. Er ignoriert einen spitzen Blick von Onwan. Wie du offenbar bemerkt hast, ist das nicht unser eigentlicher Tempel. Es ist lediglich ein Stein, den wir nach dem Vorfall mit dem Drachen errichtet haben. Ich habe Fragen zu dem Drachen. Wir sagen dir, was wir können. Er blickt Onwan streng an. Ist so etwas schon einmal geschehen? Noch nie. Oder unser Orden hätte schon lange begonnen, den Reißzähnen zu ähneln. Vielleicht gibt es einen Grund, dass das ausgerechnet jetzt geschehen ist. Sie blickt böse drein. Damit ich das verstehe, du deutest an, dass in unserer Mitte irgendeine Missetat geschehen ist. Dass wir ein Verbrechen gegen unsere Göttin verübt hätten oder gegen einen anderen Gott und wir nun unsere gerechte Strafe erhalten hätten? Onwan, bitte. Er legt eine Hand auf ihre Schulter. Sie schüttelt seine Hand ab. Ich weiß nicht, warum diese Dinge geschehen. Warum unsere eigene Muttergöttin zugelassen hat, dass unzählige ihrer Anhänger in den Flammen umkamen. Sie verengt ihre Arme und presst ihre Worte zwischen ihren Zähnen heraus. Und wenn du es je herausfindest, dann lade ich dich ein, zurückzukommen und es uns zu sagen. Ja, vielleicht findet man das ja heraus. Ich kann mit dem Drachen reden, wer weiß. Ja, wie ist der Drache hier gelandet? Ja, mit einem gewaltigen Flügelschlag auf einem feurigen Stein. Wer weiß schon, warum diese Bestien kommen und gehen. Er ist hier. Das ist alles, was zählt. Wenn du fragst, warum das geschehen ist, nur die Götter wissen das. Ich nehme an, es ist eine Glaubensprüfung, die Hylia selbst uns auferlegt hat. Aber wer weiß das schon. Okay. Wann ist der Drache das erste Mal gesehen worden? Er blickt in den Himmel und denkt nach. Es war vor mehreren Wochen. Die Kreatur verdunkelte den Himmel wie eine Gewitterwolke und schoss urplötzlich auf uns herab. Es gab keine Vorwarnung. Kannst du mir noch etwas über den Drachen sagen, vielleicht? Sie öffnet den Mund, ein schiefes Grinsen im Gesicht, überlegt es sich dann aber offenbar besser und sagt nichts. Nach einer Pause sagt sie, nichts. Wir wünschten, wir könnten dir mehr sagen, aber genau wie die übrigen treuen Anhänger Hylias liefen wir um unser Leben und wir hatten mehr Glück als die meisten. Okay, das ist alles, was ich über den Drachen wissen wollte. Auch die Sprache ist unserer Göttin heilig. Ja, wir sprechen weiter. Ich möchte gerne über Hylia erfahren. Wer ist das überhaupt? Kaswats Gesicht erhellt sich. Nun, sie ist die Göttin des Gesangs, der Kunst, des Himmels und der Mutterschaft. Sie ist sanft und klug. Sie spricht zu ihren Anhängern durch Träume, durch Inspiration, durch Vogelsang. Es heißt, sie trage einen Mantel, der mit einer Feder von jeden den gestandenen und den wilden bekannten Vogel verziert ist und dass sie sich selbst in den Vogelscharen manifestiere. Ja, und bei den Steinen der Geburt, die, das kann ich dir versichern, kein sonderlich schönes Erlebnis sind. Kaswat nickt langsam. Das ist wahr und deshalb werden Hebammengemeinden als Priester Hylias angesehen, genau wie viele Künstler und Dichter. Wie dem auch sei, wer ihr folgt, fühlt sich ihrem Glanz am nächsten an einem Ort, an dem wir Licht, Gesang und den gesegneten Himmel miteinander teilen können. Alles klar. Ja, das Nest über den Wolken. Ach ja, eine weitere, die sich so anhört, als könnten wir sie natürlich ganz locker machen. Drachenkämpfe, ja, ja. Wir schaffen nicht mal den Krieger. Durchgang zu Altlied, da wollen wir, glaube ich, erstmal nicht hin. Schauen wir jetzt noch kurz hier unten um. Okay. Das scheint irgendein Seelending zu sein.
Blaskon. Oh, warte mal. Diese Katzenschnäpse. Was hatten die nochmal für Auswirkungen? Ah. Warte mal. Stackt dieses Zeug vielleicht? Ich denke kaum, dass wir von B-Intelligenz bekommen werden. Was sieht Svev? Entschlossenheit minus 4. Geschwindigkeit für 600 Sekunden und Bewegungsgeschwindigkeit. Nope. Plus 3 Macht für 600 Sekunden. Egal, es muss doch irgendwas geben. Milch vielleicht? Die ist Verfassung. Ja. Äpfelchen? Ausdauer? Getreide ist es auch nicht. Ale? 2 Schadensreduktion? Es hat auch. Also wir müssen auch Buff-Food nehmen beim Ding-Kampf, wenn wir es nochmal versuchen. Schnaps, wie Verfassung. Tank der flicken Füße, Bewegungsgeschwindigkeit. Öl, Verfassung. Es muss irgendwas geben, was Intellekt gibt. Diese Pilze vielleicht. Fernimmunität gegen verwirrt. Es geht aber Geschwindigkeit. Hä, warte mal. Bezaubert, okay. Ist alles auch nichts. Was bist du? Unheimliche Schützen, mehr Genauigkeit. Oh, aber es sind nur 10 Sekunden. Aber warte, das können wir trotzdem Krabbers geben hier. Oh, da hat schon mal so einen hiervon. Gut. Wir spielen jetzt mal schlau, ne? Also, Geisterschild, Schadensreduktion, Konzentration. Ah, komm, wir ziehen mal das ganze Zeug hier raus, was wir nicht benutzen. Was gut sein könnte. Gemüse vielleicht? Nein, Ausdauer und Wahrnehmung. Weißblatt. Das ist erkrankt. Reis, Ausdauer. Geflügel, Ausdauer, Verfassung. Carbogolan, Fokussteigerung, Abwehr für Reflexe, minus 4 Intelligenz. Nein. Es kann nicht sein, dass wir echt für alles was dabei haben, außer für Intelligenz. Miet, Schadensreduktion. Dims Essence, Ausdauer und Gesundheit. Ein Ei. Oh, manchmal literally ein verdammt mehr Käse vielleicht. Nein, auch eine Ausdauer. Wie wär's mit Zucker? Nein. Ausdauer. Starke Reaktion, die sollen wir aber auch rausziehen. Genau so einen Scheiß brauchen wir. Gespiegelbild. Abwehr bis Treffer, Kiste erlitten. Ehrlich gesagt, den bräuchten wir eventuell auch. Wenn er seine krassen Dinge abzieht. Ein Fisch vielleicht? Ja! So, Fische sind gut. Boah, okay, jetzt pass auf. Wenn wir... Warte mal, kann ich das überhaupt außerhalb des Kampfes nehmen? Ich kann es nicht außerhalb des Kampfes nehmen, oder? Tun wir es mal... Keine Ahnung, hier hin. So. Nimm diesen Fisch. Verbraucht Fisch. So, und das... Es funktioniert. Es funktioniert. Halt. Zurück. Weg. Schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Oh. Go, 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 go. Wir haben noch einen zweiten Fisch zur Not, aber... Oh, ich würde so lachen. Oh, ich würde nicht lachen, ich würde weinen, ehrlich gesagt. Wenn das nicht ausreicht. Und dann sagst du, sag na... Deine Intelligenz ist mir egal, so nach dem Motto. Entschlossenheit gebraucht, Bro. Und die kriegen wir halt, glaube ich, ist schwerlich so hoch. Mit 14 Grundpferd. Deswegen habe ich eigentlich Intelligenz so hoch gepusht am Anfang, dass wir zumindest den. Aber ich muss noch mal wissen, ne? Wenn man. Ja. Wir haben noch keine plus 3 Sachen. Das ist das Problem. So, hi, hi, hi. Und laden wir halt nochmal und dann gehen wir weiter drüben vor. Ich wollte jetzt nicht wieder die ganze Folge nur mit diesem Ding hier zubringen. So. Eine Stunde sind vergangen. Okay, das heißt, der Fisch wirkt nicht mehr, hä? Nehme ich mal stark an, ja. So, dann. Nein, nein. Hier, zack. Hier. So. Hier, ich hab hier einen tollen Trank für dich. Deswegen hast du bist paranoid. Achso, ja, das ist weil du ob der Tat nervös bist. Das ist ganz natürlich.
auf die Rettung meines Stammes. Ha. Er leert die Fiole mit einem langen Schluck. Er schluckt, wirkt einige Sekunden lang und blickt dich dann zornig an. Sein Atem blinkt kehlig und nass. Du hast mich vergiftet, beginnt seine Hand zu den Kriegern im anderen Raum zu erheben. Nein, ich schwöre es. Das ist nicht dein Ernst, ne? Das bringt gar nichts. Ist jetzt wenigstens gedebufft oder so. Nee, aber... Okay, ich schätze, wir laden mal nochmal. Okay. Das war Wahrnehmung und Entschlossenheit. Oh mein Gott. Lass mich oh, wie kann man etwas so schwer hinter einem Ding verstecken? Das gibt's doch nicht. Ich habe nochmal selber kurz im Video nachgeschaut. Also wir brauchen eine Wahrnehmung von 19, damit wir das hinbekommen. Oh Gott. Die ist bei 12. Unentschlossenheit von 20. Und das können wir halt stecken. Was bräuchten denn Gift, was sofort wirkt, nicht was so langsam wirkt, ehrlich gesagt. Okay, wir gehen erstmal weiter. Ich meine, wir wissen theoretisch, dass wir zumindest den einen Schritt machen können, ja. Der eine Fisch ist eh verbraucht, den zweiten, den halten wir uns jetzt mal in petto hier und werden die nicht verbrauchen. Guck jetzt mal weiter, vielleicht finden wir noch irgendwas, was uns hier hilft. Man weiß es ja nicht. Hier runter. Wir sehen uns dann gleich wieder in dem anderen Bezirk. So, sind wir mehr oder weniger da, wo wir vorher waren. Sollten wir nicht weiterhin schleichen. So, das ist doch so eine Ruine hier, oder? Oder was soll das hier sein? Mittagfrost. Was ist das? Okay, das sieht auf jeden Fall aus wie so eine Ruine. Hallo. Das, die Bleichelfe mustert dich mit eisblauen Augen. Sie bewegt sich unruhig und knetet ihre Hände. Willkommen im Mittagfrost. Der Großteil des Tempels ist im Moment geschlossen, wegen heiliger Zeremonien zu Ehren Remgards. Sie forciert ein Lächeln und deutet auf die östliche Tür. Der Stein befindet sich zu deinen Rechten. Du darfst Remgard dort gerne ein Opfer darbieten, aber der Rest des Tempels ist dir nicht zugänglich. Sieh mir etwas über Remgard. Er ist der Gott der Kälte, der Entropie und des Kollapses. Viele sehen ihn als Steingott, doch nur wenige erkennen, dass er auf seine eigene Weise auch Leben gibt. Alle Dinge finden in seinen Schatten zu einem gnädigen Ende, nur um anderswo die Schöpfung wieder zu nähern. Sie runzelt die Stirn und beißt auf ihre Lippen herum. Aber es ist ein stummer Gott und seine Wege sind unergründlich. Zu folgen heißt, das Unausweichliche ohne Erklärung zu akzeptieren. Ihre Augen huschen zwischen den zwei Türen auf beiden Seiten des Raumes hin und her. Wenn das alles ist, warum ist der Großteil des Tempels gesperrt? Wie ich schon sagte, wir stecken mitten in heiligen Zeremonien. Sie spricht überdeutlich. Sie sind recht komplex und wir erlauben Außenstehenden nicht, ihnen beizuwohnen. Sie blickt über ihre Schulter auf die Elfen hinter sich. Einige Mitglieder meines Clans sind recht empfindlich bei diesem Punkt. Und deshalb solltest du den Schrein besuchen und dann gehen. Was tust du hier? Mein Clan ist auf dem ewigen Weiß hergereist, um Remgard hier in Mittagsfrost zu huldigen. Wir hatten erfahren, dass dieser Ort seit Jahren verlassen war und wir hielten es für unsere Pflicht, uns um einen der ältesten Tempel unseres Gottes zu kümmern. Sie rollt die Schulter nach hinten. Es war eine lange Reise, aber Remgard fordert Beharrlichkeit. Gewiss wird er uns für die unsere belohnen. Auf Wiedersehen. Ja, wir müssen ja eh über Glauben rausfinden, ne, und so, das hieß es ja. Und das hier ist der zwingliche Tempel. Wir können ja mal kurz ein bisschen hier rumschauen. Wasser dieser Quelle ist gefroren, die kleinen Fische aus dem See sitzen unter dem Tempel fest. In eisigen Spiegeln hinter dieser Schatte bricht sich das Licht in Tüpfelchen. Okay. Schauen wir mal hier oben hin. Das klang ja interessant. Halt, Wanderer. Es ist verboten, die Türen zu betreten. Dringe nicht gegen unseren Willen ein. Okay. Was sind das für komische Geräusche hier?
Jede Linie und Falte im wettergegerbten Gesicht des Kriegers wurde aus dem Eis gemeißelt. So, jetzt mal schnell hier. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel wahrscheinlich hierfür. Ja, sorry für den kleinen Cut. Wir sind jetzt ein paar Meter weiter tiefer im Tempel drin hier. Sonst ist nichts passiert eigentlich. Bisschen komisches Gefühl, dass wir mitten im... Aber es war da drüben auch so in dem anderen Bezirk, dass wir quasi mittendrin einfach mit den Leuten kämpfen können und alles. Naja, ich meine... Ah ja. Ja, versuch mal jemand sein Glück. Des Mahlstroms und Trank des Spiegelbilds. Was machen die hier? Und was war dieses komische Geräusch die ganze Zeit? Was machen die hier? Silberschlüssel, das ja, können wir aufmachen. Hier ist jemand. Eine junge Orleanerin krabbelt auf dem Steinboden zur Wand, drückt sich mit dem Rücken dagegen und fletscht mit den Zähnen. Ihr Fell ist fleckig und matt. Als sie den Raum betritt, kneift sie die Augen zusammen und dreht ihre großen Ohren in deine Richtung. Ein tiefes Seufzen entweicht aus ihrem winzigen Körper. Bei den Bestien, ich dachte, du würdest zu ihnen gehören. Bitte bring mich hier weg. Was ist mit dir geschehen? Als Mondfrost begann, den See einfrieren zu lassen, schickte meine Schwester Lara mich aus, um den Grund in Erfahrung zu bringen. Sie blickte mich durch den schäbigen Raum. Die Bleichelfen Estramworm haben mich gefangen genommen, bevor ich Bericht erstatten konnte. Diese Bleichelfen stecken dahinter. Sie sind vor nicht allzu langer Zeit in Zwillingsulmen aufgetaucht und haben gesagt, sie wollten sich ab nun um Mittagsfrost kümmern. Ich weiß nicht wie, aber sie haben den Frostbruch im hinteren Teil des Tempels geöffnet. Es saugt die Wärme und das Leben geradewegs in das öde Reich ihres gefrorenen Gottes. Sie zittert. Jemand muss sie aufhalten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die Kälte sich weiter ausbreitet. Ist noch nicht sicher, warte hier, bis ich den Weg gesichert habe. Sieh mir von denen, die dich gefangen haben. Sie knurrt, ihre spitzen Zähne blitzen auf. Ein Clan von Bleichelfen aus dem ewigen Weiß. Anhänger von Rimgarn, sagen sie. Aber ihr Verhalten lässt auf andere Absichten schließen. Sie kommen kampfbereit. Zauberer, Priester und Paladine. Ein Zauberer namens Glaswal führt sie an. Er ist von dem Frostbruch besessen. Meine Ohren hören ihn durch die Wand. Er wirkt Zauber und oft fremde Mächte an. Luftmächte an. Ich weiß nicht, ich bin heute mit dem Lesen wieder sehr gut unterwegs heute. Ich weiß nicht, was er im Schilde führt, aber es ist gewiss nichts Gutes. Ja, kannst du mir etwas über den Frostbruch selbst sagen? Sie schüttelt den Kopf, nicht viel. Er hat irgendwas mit Rimgar zu tun, der Winterbestie. Ich bin eine Anhängerin Kalawains. Es ist noch nicht sicher, warte hier. Ja. Bitte beeil dich. Okay, also ist das... Also sind wir quasi durchaus ja, rechtmäßig hier eingebrochen, ja. Ein guter Dolch. Den nehmen wir natürlich mit. Der wirkt hier irgendwo irgendwelche Zauber. Also wahrscheinlich. Ja, komisch. Es muss, kann ja nur hier sein dann eigentlich. Oder warte, gibt's hier. Ne, da gibt's keinen Durchgang. Okay, dann muss es hier sein. Wollen wir uns, können wir uns hier überhaupt denn ausruhen? Können wir offensichtlich. Machen wir das mal kurz. Das Eis zumindest mal wieder aufgefüllt und wir können die ganzen Cooldowns nutzen. Händlerstädte sind abgeschlossen, das ist ja super. Was haben wir denn als nächstes? Was günstiges. Brauchen das Geld für so langsam für auf irgendwelche netten Geschichten. Hochelf Paladin, Hochelf Eroberer. Okay, go. Thorin ist gerade auf den Dolchen. Also schießen der erste Reihe ist eh zu. Wenn ich mal weiterlaufen, dann kann ich da nämlich auch noch hier hin. Okay. Mal die Arkan-Bällchen hier raus. Mal näher ran und so, zack. So liegt der noch. So, jetzt. Okay.
Ein großer Schild, eine Menge Geld. Eine Menge gute Plattenpanzer und so. Ja, soweit so gut. Ich denke nach links rüber, oder? Würde ich jetzt schätzen. Mal auf. Gleich auf Heiler, gleich auf Paladin. Ah, so eine. Gut, oh, ist das eine größere Truppe hier? Ja. Okay. Ra. Ich hab den ja an. Douglas ihn ja an. Taggen Loft hier rüber. Also, wir gucken mal, ob hier irgendwie. Ich meine, hier auf die ganzen Zauberer sowas hier mal wirken. So, du beschießt nochmal den Heiler. Das ist schon mal nicht so gut. So, tanken kann. Oh, warte mal. Ist der. Doch, Feuerball ist schon raus. Okay, gut, gut, gut. Auch alles hier war. Nochmal das hier. Den Debuff. Schutzkreis, beziehungsweise Rüstungsgedöns, Verbesserung, was auch immer. So, dann hier. Jetzt hat jemand gefallen? Eigentlich nicht. Geh mal auf Nahkampf und hilf mal hier vorne. So, jetzt mal das hier, den Schutz mitnehmen. Sui. Ist nicht anwählbar gerade, warum auch immer. Hallo? Ach, der ist verwirrt. Oder sowas benommen. Ja, die Hälfte unserer Truppe ist irgendwie. Mit Jinx, wir haben es nicht mal geschafft, diesen Heiler zu killen, ne? Sui ist schon wieder tot. Ja. Ja, ich denke, wir werden das erst in der nächsten Folge wieder ordentlich neu versuchen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wir müssen sich echt zurück und nochmal die Gruppe ändern. Ach, irgendwie. Also gerade bei solchen Gruppen jetzt, ne, da, wo jetzt so viele Zauberer drin sind, kommen halt nicht durch. Und ich muss halt im Prinzip jedes Mal hier diese Viecher rausholen, ne? Bei sowas, damit die irgendwie beschäftigen. Wir haben halt nicht sowas wie ein Scirocco oder sowas oder irgendwie so einen krassen Massenzauber, der Leute halt einfach ausschaltet aus dem Kampf für eine Weile. Also wir haben keinen Crowd Control, so gut wie gar keins. Das haben wir auch, das ist ja beim letzten anderen Kampf, das ist ja genauso übel eigentlich. Da machen wir halt diese Feuerwand, die sie abhält, aber ansonsten haben wir auch trotzdem kein Crowd Control. Wir könnten halt ja sowas hier in der Art vielleicht machen. Ausranzige Fäule, kacken wir uns nicht drüber. Naja, das hilft uns auch nicht wirklich. Ja, mal gucken. Müssen wir bis nächste Woche mal überlegen, wie wir das machen. Und vielleicht tatsächlich mal zwischendurch zurückgehen zur Burg und uns nochmal neu ausstatten. Neue Leute, einen neuen Mann, rekrutieren oder austauschen auf jeden Fall. Und dann mal unsere ganze Ausrüstung nochmal durchgehen und das so machen, dass wir keine Stacking-Sachen verschwenden. Und dass wir unsere ganzen Werte möglichst hochhalten. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist, also der Sprung von, der Kampfschwierigkeitssprung, der ist irgendwie immens. Also der zweite Akt, der war ja auch völlig problemlos, ehrlich gesagt, die ganze Zeit. Und jetzt auf einmal haben wir jetzt erstmal Probleme wieder, seit langer Zeit. Ja, wir sind auch einfach nur schlecht equipped, das kann auch gut sein. Aber gut, das werden wir dann nächste Folge hoffentlich bis dann rausfinden, ne? Ciao, ciao, euer Torn.